Herzlich willkommen bei Einfach Englisch. In diesem Video geht es um das Passiv. Wir schauen uns an, wofür man das Passiv überhaupt braucht und wie es gebildet wird. Also, wofür braucht man das Passiv? Schauen wir uns dazu einen Satz im Aktiv und im Passiv an. Luke draws a picture, also Luke malt ein Bild als Aktivsatz. Und im Passiv dann, a picture is drawn by Luke, ein Bild wird von Luke gemalt. Der Aktivsatz drückt aus, wer oder was etwas tut. In diesem Fall malt Luke ein Bild. Der Fokus liegt auf Luke. Im Passivsatz geht es hingegen darum, mit wem oder womit etwas geschieht. Hier also das Bild, das gemalt wird. Der Fokus des Satzes liegt auf dem Bild, welches gemalt wird. Der Satz würde sogar ohne Luke funktionieren. A picture is drawn, also einfach nur, ein Bild wird gemalt. Es gibt also zwei Gründe, warum man das Passiv braucht. Nummer 1. Das Objekt des Satzes, in diesem Fall das Bild, steht im Mittelpunkt. Es geht darum, mit wem oder womit etwas passiert und nicht, wer etwas tut. Nummer 2. Man beschreibt eine Handlung, ohne zu sagen, wer diese ausführt. Entweder, weil man es nicht sagen möchte oder weil man es schlichtweg nicht weiß. So viel dazu, warum man das Passiv braucht. Aber wie wird das Ganze jetzt eigentlich gebildet? Zunächst musst du wissen, dass das Passiv immer mit einer Form von to be, also sein, und der dritten Vergangenheitsform eines Verbes bzw. mit dem Past Participle gebildet wird. Das ist die Form, bei der du ein ed ans Ende des Verbs hängst, bzw. die dritte Form der unregelmäßigen Verben, zum Beispiel watched als regelmäßiges oder forgotten als unregelmäßiges Verb. Wie du die Zeitform des Passivsatzes bilden musst, hängt jetzt ganz davon ab, welche Zeitform du im Aktivsatz hast. Schauen wir uns dazu einige Beispiele an. Im Simple Present, also in der Gegenwart, musst du im Passiv is bzw. are und das Past Participle benutzen. A picture is drawn. Steht der Aktivsatz im Simple Past, nutzt du im Passiv was oder were und das Past Participle. A picture was drawn. Bei den anderen Zeitformen sieht es wie folgt aus. Im Present Perfect, Luke has drawn a picture als Aktivsatz, brauchst du im Passiv has been und das Past Participle, sprich a picture has been drawn und im Past Perfect dementsprechend dann had been und das Past Participle, also a picture had been drawn. Gönnen wir uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft. Beim Will Future, Luke will draw a picture, musst du im Passivsatz will plus be plus das Past Participle benutzen. Also a picture will be drawn. Beim Going to Future ist es nicht großartig anders. Da lautet der Passivsatz dann a picture is going to be drawn. So wird das Passiv also gebildet. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wann wird das Passiv benutzt? Immer dann, wenn es darum geht, mit wem oder womit etwas geschieht. Oder eben, wenn nicht gesagt wird, wer die Handlung ausführt. Wie wird das Passiv benutzt? Immer mit einer Form von to be und dem Past Participle. Die Form ist aber immer abhängig von der Zeitform, die im Aktivsatz genutzt wird. Wenn du noch Probleme mit den Zeitformen hast, schau mal in die Infobox. Da ist noch eine Playlist mit allen Zeitformen verlinkt. Das war's im Groben auch schon zum Passiv. Lass mir doch einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Englisch.